Und ebenfalls von der NIOS kommt die nächste Rednerin, Martina Künzberg-Sarre. Die Stärken und Schwächen dieses Systems aufgezeigt, die Resilienz des Systems gezeigt und auch die Krisenanfälligkeit aufgezeigt. Im Bildungsbereich gab es ganz, ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer, die ganz, ganz viel und Großartiges geleistet haben. Aber wir wissen schon auch noch von Schulen, wo bis zuletzt der Fernunterricht nicht wirklich funktioniert hat. Aufgrund von mangelnder Infrastruktur, Ausstattung, aber auch aufgrund fehlender Kompetenz und Ausbildung. Und spätestens nach dem Covid-Jahr sollte uns doch allen hier und auch allen Mitgliedern der Bundesregierung klar sein, dass wir in Bildung investieren müssen, dass wir das System stärken müssen, dass wir es aber auch reformieren müssen und vor allem zukunftsfit machen sollten. Und Sie kennen auch die Baustellen von der schlecht ausgebauten Elementarbildung über die verschlafene Digitalisierung, vor allem im, nicht nur in den Geräten, sondern auch in der Kompetenz und von der fehlenden Inklusion bzw. auch nach wie vor fehlender Chancengerechtigkeit. Die EU hat jetzt ein starkes Zeichen gesetzt mit dem Wiederaufbaufonds mit den 750 Milliarden. Und wenn ich mir die länderspezifischen Empfehlungen von 2020 für Österreich anschaue, dann steht dort Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit im Bildungswesen und im vermehrten digitalen Lernen sicherstellen. Und was reichen Sie ein beim Aufbau- und Resilienzfonds? Sie reichen ein Bereitstellung von digitalen Endgeräten von Schülerinnen und Schülern in der Sekundarstufe 1, weil Sie Digitalisierung mit Endgeräten und Breitbandausbau gleichsetzen und mit sonst nichts offensichtlich. Was finde ich noch in diesem Plan oder in diesem Fonds, in Ihrem Antrag? Unter dem Titel Zugang zu Bildung verbessern steht das Förderstundenpaket mit 101 Millionen Euro, einmalig 2021 und der Ausbau um 28 Millionen in der Elementarpädagogik. Aber wo bleiben die großen Punkte? Wo bleibt was für endlich für eine Chancengerechtigkeit, für eine wahre Chancengerechtigkeit im System sorgen könnte? Wo bleibt die chancenindexbasierte Förderung von Schulen beispielsweise? Und noch einmal, Sie haben jetzt 3 Millionen da oder abgegeben, 10%, nämlich 300 Millionen Euro haben Sie für die Bildung eingeplant und damit für wichtige Investitionen in unsere Zukunft. Aber auch im Finanzrahmen da jetzt bis 2024 ist nichts enthalten, was für diese ganzen offenen Punkte, für die längst notwendigen Reformschritte eingeplant werden könnte. Wir wissen, dass wir einen eklatanten Fachkräftemangel haben. Wir wissen, dass wir ganz, ganz viele Absolventen in MINT-Fächern brauchen. Wir wissen, dass nach wie vor über 20% der 15-Jährigen nicht sinnerfassend lesen können. Sie machen hier nichts. Wo sind die 100 Millionen zusätzlich, die Sie nicht beim EU-Aufbauplan eingereicht haben für die Förderstunden? Wo sind die in Ihrem Finanzrahmen abgebildet? Also Sie planen weder Einsparungen durch Strukturreformen, Sie haben aber auch kein Geld oder nehmen keine zusätzlichen Gelder für Zukunftsinvestitionen in die Hand. Die Vision fehlt, das Anliegen fehlt offensichtlich und der Reformgeist sowieso. Im Bildungsbereich gäbe es nach wie vor in einigen Bereichen großen Reformbedarf. Dafür sei aber im Finanzrahmen nichts vorgesehen, kritisiert Martina Künzberg-Sarre von der NIOS.